Also ich gebe der Sache jetzt noch 2, 3 Tries, ansonsten schummel ich den Punkt und mach den Bloody. Ist mir relativ lax, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich bin der Meinung, das hier kann schon gar nicht funktionieren. Ich bin auch der Meinung, dass es. Das kann nicht gehen. Ne. Also wenn das klappt, ne, dann heiße ich in Zukunft nur noch Norbert oder Bis sowas. zur Hälfte bin ich gekommen und dann habe ich den Grip verloren. Zombie Apocalypse. Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play GTA Online am Freitag zusammen mit 1 Frau Likuka. Hello, Frau, wie geht's dir? Hallöchen, ja, kann ich klagen. Sehr schön, sehr schön. Level German Nummer 4 vom lieben Rakete, man kennt ihn aus der Paxe Crew. Hat so den ein oder anderen Auftritt ja bereits gezeigt in den Livestreams vom werten Anime-Fan. Heute findet auch wieder einer statt, auf der PS4 allerdings. Und yo, Level Sherman rasiert unsere Arschlöcher, habe ich gehört. Dieser hier ist besonders, weil wegen 15%. Die Auffahrt kenne ich irgendwo her. Lol. Okay, das... Uhuhu. Ja, ich tippe nach oben und fahre unten raus. Was war das denn jetzt? Meine Tastatur kaputt oder was? Nö, nö, wahrscheinlich der Winkel Penis. So. Ah, nice. Oh, wow, wow, was man hier alles am Stück machen muss. Oh! LOL! Ich hab instant. Ich hab schon wieder verkackt. Heute ist nicht mein GTA-Ding, Alter. Nee. Echt nicht. Nicht mein Tag heute. Ja, wir haben heute eine etwas krassere Aufnahmesession, weil 1-2 ja. Warte, die Folge kommt Freitag. Morgen Abend in Urlaub fährt sozusagen. Fährt erst zu ihrem Dad und dann zu ihrer Sis. Juhu! Graffes Programm, viel Autofahrt. Kurze Info für dich: Du musst hier nach oben, dann kommt ein Wallride mit einem Sommerkind-Flip. Und dahinter ist dann der Punkt: Ich hab am Sommerkind verkackt. Den ich bei so wieder verkackt so habe. So wie ich? Ach Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das heute? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall krasse Aufnahmesession. Eben erstmal 4 Folgen RR aufgenommen. Dann die Dienstagfolge, die letzte. Und die Dienstagsfolge, die noch kommt. Also alles sehr viel Kuddelmuddel, sehr viel durcheinander. Wow, das sah ziemlich knapp bei dir ja, aus das gerade. War auch knapp. Okay. Hoffentlich hat eine Frau wunderbares Wetter. So viel darf man ja verraten. Es geht ab nach Süddeutschland. Oh nee, schon wieder. Echt? Ja, ich auch. Mann, das ergibt es doch einfach nicht, Alter. Was? Boah, ey! Boah, ey! Das ist einfachste überhaupt. Muss echt mal Torge anschreiben, ob ich da dieses Boah-Ey klippen darf. So oft, wie wir das sagen, ne? Boah, Entschuldigung, dass ich geboren bin, ey. Ja. Das habe ich mal ernsthaft in einem Beef gesagt. Zu jemandem, der auch Fresh Torge guckt. Danach war es dann irgendwie vorbei mit dem Streit. Oh, lol, 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 lol. Schon wieder nicht. Was ist denn das mit... Was ist unser Problem mit diesem verfickten Sommerkind gerade? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wow. Ja, 15% kommen ja von irgendwoher, ne? Ja, aber nicht von dem Sommerkind, Alter. Sowas machen wir im Schlaf. Ja, eigentlich schon. Boah. Oh Mann. Aber bisher wurde das Move gebaut, das Teil. Bin ich von Rakedo gar nicht gewöhnt. Ja, ich bin immer noch der Meinung, 13 lassen wir ausfallen. Nein. Oh, jetzt überdreht's mich schon da oben vorm Sommerkind. Oh, lol! Sag mir bitte, du hast es auch wieder verkackt. Ja, hab ich. Wow! Gott sei Dank, sonst hätte ich mich wieder dezent mies gefühlt. Oh. Möchtest du einen Keks? Nee. So ein Schnuffelkeks. Grüße gehen raus. Nee. Nee? Okay. Zum Quälen.
Habe ich mir gedacht. Ach so, ja. Ja, zum Quälen ist gut. Ja. Für andere Sachen, das ist Chefsache, ja. So. Wo ist die scheiß Ausfahrt? So, bam. Gleich möglich. Wieder nicht! Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, was ist unser Problem heute, Alter? Ich war dran und bin instant runtergerutscht, obwohl ich schon nach oben getippelt habe. Hat der einen anderen Winkel drin? Ich habe keinen Plan. Jetzt das mal. Ja, keine Ahnung. Also wer uns kennt, der weiß, Sommerkinder, vor allem diese großen Dinger, sind ja mittlerweile sowas von gar kein Problem. Wo wir uns ab und zu ein bisschen anstellen, sind halt diese kleinen, weil man halt super beschissen sieht, wann man abspringen muss. Aber auch das kriegen wir eigentlich relativ gut hin. Oder nicht? Mhm. So. Komm wieder nicht! Oh, finally, ja, ich hab's. Ja, was da kackt am Röhrenrand? Die nächste. Ich weiß was. Raketenmap, die ich wieder nicht beenden werde, wahrscheinlich. Ich weiß, was sein Problem ist. Ich hab's durchschaut. Er hat keine 45er Straßen verwendet. Das hier sieht mir nach einer 5er aus. Ja, das ist eine 5er. Ja, moin. Ja, und was soll mir das jetzt sagen? Dass die Krümmung eine andere ist. Ja, und? Das hilft mir jetzt auch nicht, um das zu schaffen. Ja, wieder nicht. Ja, normalerweise, so wie du abgesprungen bist, hättest du es normalerweise bei einer normalen 45er gehabt. Etwa. Also am liebsten würde ich diese scheiß Level German Reihe komplett in den Mülleimer werfen. Oh, Kann doch nicht wahr sein, Alter. Der Teil ist aber unsauber. Leck mich hart. Da brauche ich more Speed, Mann. Doch einfach nicht, ey. Wow! Ich verstehe nicht, warum ich bei den Maps von Rakete die einfachsten Sachen nicht hinkriege. Komm. Nein! Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein, Alter! Ey, ohne Spaß, ich drück gleich Alt F4. Wow. Ich hab keinen Bock mehr, da hochzufahren jetzt. Oh, lol. Das ist doch nicht wahr, Alter. Warum hat Rakete... Falls du das siehst, Rakete, ne, ernsthaft. Warum hast du da nicht gleich mit einem normalen 45er weitergearbeitet? Ernsthaft. Und den Emschli hätte ich auch weiter oben angesetzt. Okay, so kann man's machen. So, was kommt als nächstes für eins Kaki? Hä? Was ist sein Begehr? Ich kipp im... Ey, Mann! Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich mach jetzt die Aufnahme aus. Nein, machst du nicht. Entspann dich jetzt. Wir arbeiten hier. Du hast bei Tulop, sie ist positiv. So. Ja, super toll. Lol. Was ist das für eine Kacke hier? An dem nächsten Teil wirst du dich aufregen. Holy fuck. Ich sehe das zwar immer noch nicht als Urlaub an, aber okay. Es ist Urlaub. Aha. So, jetzt. Okay. Bisschen. Ey, das kann nicht wahr sein. Aus, ne? Nein! Oh Mann! Irgendwann später. Oh, Spirale nach oben. Ja, da oben kommen dann Tore. Den du dann erstmal ein bisschen rumcruisen darfst. Da hab ich's verkackt. Ja? Also, bei dem ersten fällst du direkt raus. Du bist rausgefallen? Ja, moin. Ja. Oh, Spirale. Hätte ich mir nicht eine geilere Map-Reihe aussuchen können? Ja, das kann man ja nicht ahnen. So, ich bin in den Tor drin. Ey. Dieser Moment, wenn der Sack anfängt zu schmerzen, Alter! Weil man hier wieder so richtig behindert rumkommt. Aha. Muss man erst meckern. So, Spirale hoch. Mach langsam.
Genau. Perfekt. Perfekt, ich liege auf dem Rücken. Ja, lag ich glaube ich eben auch. Vielleicht kannst du es irgendwie noch drehen. Okay, alles da. Einigen wir uns darauf, wenn wir den Punkt haben, dass wir aufeinander warten. In dem Fall machen wir es einfach. Wir ziehen das gemeinsam durch. Ich habe den Punkt jetzt. Ich komme hier nicht rum. Ja, ich hatte auch das Problem. Ich habe das mit dem Bernie gemacht. Ja, geht bei mir nicht. Und dann einfach hin und her wackeln. Irgendwann war ich durch. Das war das, wo ich gesagt habe, mit den Eierschmerzen. Aha, okay. Oh, Alter, ey. Rakete, ey. Du schaffst es, dass ich mit Mitte 30 im Altenheim lande. Ah, wenigstens hast du das da, wenigstens First Try da rüber gemacht. Die Ecke, wo du eben drüber genagelt bist, da hab ich's verkackt. Als ich das erste Mal hier war. Gut. Oh, was kommt jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Sieht mir nach einem Long Jump aus. In die Tube wahrscheinlich. Good luck, have fun. Dann hoffe ich mal, dass die Mitte richtig ist. Mhm. Bei dir? Ja. Ich bin zu langsam. Ich hätte ich die Entfernung. Drin gewesen. Ich auch, nur ich war zu weit rechts. Ich war zu langsam. Lull. So, wir nehmen jetzt möglichst viel Speed mit. Der viel mehr geht nicht, Freunde. Oh, du musst den Speed mitnehmen. Du musst direkt in die nächste rein. Ja. Ja, ich hab's. Oh. Ja. Und da ist aber noch nicht der Punkt. Nee, du musst jetzt eine Spirale fahren. Oh, lass die nicht träumen. Wo geht die hin? Nach links. Die geht nach links und da sind Speeds. Mach ganz langsam. Oh, ich kack mir gleich in die Hose. Ja, das glaube ich. Und ich hab's verkackt übrigens. Hast du in der ersten Schub gelandet? In einem von den Speeds war gerade irgendeine Kante, die mich aussortiert hat. Dein Ernie? Ja. Was habe ich gemacht? In den Chips gelenkt. Nee, gerade durch einfach. Ja, wow, ich lande irgendwie, ja, exakt neben der Tube, neben der zweiten. Scheiße. Wow, was ist das für ein Spawn, ey. Okay. Scheiße. Ein Stück zu weit. Okay, du musst bei der ersten Tube ein Stück nach links, aber nicht viel, viel nach links. Nur ein Stück. Okay. Es war jetzt zu langsam. Viel zu viel Speed verloren. Aber die Richtung hat gestimmt. Okay. Kann man so machen. Oh, jetzt bin ich noch nicht mehr in die erste reingekommen. Das war dämlich. Aber warum hat er damit die Spirale mit diesen Speeds versehen? Ja, ist ja mal keine Ahnung. War der Herr da etwa trollig unterwegs? So, sauber. Oh, jetzt zu schnell, ne? Verarsch mich doch nicht! Alter. War zu schnell. Bin drin. Ich war zu schnell eiskalt, Alter. Ich bin drin. Ich bin oben auf der zweiten Tube gelandet und runtergefallen. Okay, heißt... Spirale. Das Move. Bremsen, 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 bremsen. Okay, hab den Punkt. Geil! Oh. Alter. Hey. Oh, Leute, ich bin wieder auf der Tube gelandet, by the way. Ja, dann lass dich doch, in die Tube reinplumpsen. Jo, Daddy ist in der Tube. Finally, zum allerersten Mal. Also komplett S drücken. Nicht Handbremse, einfach nur S. Da am besten schon ab. Nicht dein Ernst. Hey, wow! Ey. Wow. So ein Rotz. Fuck. So, endlich mal wieder dieser Tube drin. Oh, Alter. Er baut Flips, die nicht funktionieren. Also ein Anime-Fan hätte hier schon Alt F4 gedrückt. Schwör ich dir. Ja. Schwör ich dir bei Gott.
Puh, Rakete, Alter. Sei froh, dass du die nicht zur Map-Bewertung eingeschickt hast, Alter. So, ich hab den Punkt. Oh, good luck, have fun. Wow. Merkst du was? Das hat mich schon geflippt, aber ich bin viel zu weit unten gelandet. Ja, ach was. Eieieiei. Und oben kommt noch ein Flip, der... Keine Ahnung, was da passiert ist, hat auch nicht funktioniert. Kannst du in meiner Aufnahme sehen. Ja. Du kommst auf das untere Ding auf. Du hast gar keine Zeit hochzuziehen. Eieiei. Na, vorne wird das die letzte Rakedo-Map. Also. Weil sauber geht anders, ne? Da kriegst du einfach nur Aggression. Das ist nicht mit Spaß verbunden. Und wenn eine Map keinen Spaß macht, ne? Jetzt bin ich Spirale aufwärts. Was kommt jetzt hier für eins Kaki? Irgendwann wird's nochmal gerade und dann kommt nochmal ein Flip. Der bei mir nicht funktioniert hat, weil ich mit der Motorhaube aufgekommen bin oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. 2000 Jahre später. Ja, er hat diese kleinen Rockstar-Rampen genommen und die haben eine Krümmung. Deswegen segelt hier... Oh, Buddha-Smooth, der erste gerade. Ja, bei mir war wieder das, was wo ich vorhin Aufnahme gesagt habe. Ja. Ja, jetzt hat er auch wieder Buddha-Smooth funktioniert. So, wenn jetzt der zweite auch noch Buddha-Smooth funktioniert... Hat's dann verkacke ich am Emschi. Kann ich den Brief und Siegel drauf geben? Ich bin dran, ich bin Tatsache dran. Buddha's Move sieht zwar anders aus, aber das Ergebnis zählt. So, jetzt kommt gleich Emschi. Ich bin an Emschi dran. Yo, Emschi habe ich. Was kommt als nächstes? Wieder Spirale dann aufwärts. Was kommt jetzt? Jetzt wird's gerade und ich hab den Punkt. Okay. Ja, super. Ich warte hier auf dich. Ja, oder soll ich warten? Lange warten. Eieiei. Ja, oder soll ich weiterfahren? Wie du möchtest. Ja, wird wahrscheinlich wieder die dritte, die ich nicht beende. Das wäre böse. Ich fahr mal ein bisschen weiter und guck mal, was hier noch für eine Scheiße kommt. Nicht, dass du dich hier zu unnöten noch abquälst, weil wenn jetzt hier noch richtiger Abfuck-Scheiß kommt. Ich brauch dich doch für eine Episode, bevor ich dich in Urlaub entlasse. Also. Ich muss mir gerade hart überlegen, ob ich die fünfte Map hiervon aufnehmen will. Dann nehmen wir halt eine andere Map auf. Ist doch nicht das Problem. Ganz ehrlich, da markiere ich lieber die ganzen von diesem Evo-Akrobatik, Alter. Das sind zwar über 100 Stück. Mir so scheißegal. Ja, aber das sind wieder Maps, die bocken, ne? Wow. Aber was ich ihm zugutehalten muss, denn den Emschi hat der Buddha's Move gebaut. Also, ja, er hat ja auch schöne Ideen. Ja, eben. Aber es hat nichts mit Level German zu tun, wenn ich einfach nur Kacke baue, sodass die Leute es nicht schaffen. Wow, okay. Auch das hat der Buddha's Move gebaut, nur ich hab's verkackt. Ja, ich bin nicht die beste GTA-Spielerin, sag ich auch nicht. So, ich auch nicht, mit dass Sven, ich nur auf die Map schieben kann, dass sie scheiße gebaut ist, aber das, wo ich hier verkacke, sind einfach mal Tatsache, Sachen, die mache ich im Schlaf. Da kannst du mir den PC im Schlaf hingeben und ich mach dir das. So. Ja, kann ich bestätigen. Aufnahme. Ich hab den Flip noch nicht mal richtig getroffen und hab's trotzdem geschafft. Ja, Mann. Ja, jetzt kommt der MG und den werde ich safe verkacken, sag ich's. Ja. Supergeil. Ich werd den MG nicht hinkriegen. Was? Also ich bin mit Hypespeed in etwa gefahren, falls es dir weiterhilft. Der MG ist echt gut gebaut, also da brauchst du nicht so viel Speed. Ja, ich krieg's aber nicht geschissen, von der Spirale mit. Ey. Von der Spirale mit dich rauszufahren. Okay. Wow, ist das asozial! Ey. Und da soll mal einer sagen, das, was wir machen, ist einfach. Jetzt funktionieren die Flips wieder nicht. Oh, Alter, ey. Ich krieg hier gleich einen Anfall.
Rakete, solltest du auf der Gamescom sein? Ich steck dir Anime-Fans Kaktus in den Arsch, ey, ich schwör's dir. Nachbenutzung, selbstverständlich. Könnt ihr euch liebevoll teilen. Aber vielleicht möchte Anime-Fan den gar nicht teilen. Der wird gar nicht gefragt. Oh, finally. Oh mein Gott, mehr schlecht als recht den nächsten Punkt gekriegt. Ja, alles da. Was kommt jetzt? Oh, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, nö, Alter. Gut, er hat geschrieben, many jumps. Das ist bei ihm Programm, ja. Gut, über die Rockstar-Fahrt hier meckere ich jetzt mal nicht. Aber nur aus Höflichkeit. Ich will jetzt hier echt nicht die ganze Map schlecht reden. Die Ideen sind einfach ultra gut. Aber so die Umsetzung, ne? Da ist so ein bisschen... Problem... Matisch! Alter, dass ich das jetzt irgendwie noch gerettet habe. Wohin? Ja! Ich mute mich, vielleicht klappt das. Ey. Ah! Oh Mann. Ach, Rakete, Rakete, Rakete. Wie soll das bloß mit dir enden, mein Freund? So, das ist Buddhas Move. Also, wenn man weiß, wie, fick mein Arsch. Lul. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Wow? Ruhe okay. Bitte. Ja, ein Zor hat's. Ja, GG. Bisschen mehr Euphorie und Freude, wenn ich bitten darf. Ja, dann bist du ja auf jeden Fall jetzt genau, wo ich hänge. Ey. Das ist so penig. Was ist das denn schon wieder? Ey, oh, Rakete, ich... Ne, das geht aber. Das geht noch mega klar. Wenn du nach oben ziehst, du hast ja den Speed, der drückt dich da ordentlich dran. Also das ist nicht das Problem. Hinterher den Absprung finden. Das ist das Problem. Drück dich da schlecht dran. Alles klar. Ja, also ich hatte damit keine Probleme. So, jetzt mal ein bisschen früher rausgesprungen. Ah, oh, ein Kammersteller und ich jetzt gehabt. Eieieiei. Lol. Wow! WTF, Mann. So, was kommt denn hier? Spirale hoch. Du musst irgendwie ganz bescheuert abspringen. Der Punkt ist auf einer Plattform. Ich bin jetzt auf einer orangenen Tube gelandet. Da musst du nicht hin. Eigentlich. Aber vielleicht kannst du dich schon oben in den Punkt reindroppen lassen. Wie, du bist auf der Tube gelandet, dein Ernie? Ich bin nach oben abgesprungen. Da sind so ganz viele Elemente ineinander gebaut. Ja, ja, ich weiß. Guck mal, ob du von oben deinen Punkt kriegen kannst. Kann natürlich auch sein, dass er das so gewollt hat. Der ist auf so einer kreisrunden Plattform unter dir. Probiere ich jetzt auch. Hast du ihn? Ja. Geil, das mach ich jetzt auch. So, hä, ich bin aber war das real? Nee, mit Sicherheit nicht, aber wie ne juckt's. Ja gut, also ich hätte einfach nur unten drunter eigentlich springen sollen. Ja gut, okay. Ja, das ist das, was ich seit Jahren versuche.
So, jetzt habe ich ihn auch. Geil! So, so geht's auch, ne? So, was kommt jetzt? Also, jetzt dürfen wir den Scheiß aber auch fahren. Aber es wird haarig. Alles da, alles. LOL! Ja, moin. Den nächsten Punkt kannst du safe auch cheaten. Bist du überhaupt da hochgefahren? Wo? Wo bist denn du jetzt hingefahren? Ich bin auf der Plattform und fahre jetzt nicht gerade hoch. Hast du aber eben noch nicht gemacht. Nein, weil ich eben erst hier angekommen bin, mehr oder weniger. Aha. Und dann habe ich die erste Auffahrt verkackt. Keine Sorge, ich wollte nicht cheaten. Ich habe nur festgestellt, dass man es könnte. Ich möchte jetzt von dir wissen, wie man da unten auf diese Emschi-Treppe draufkommen soll. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Aus dem Winkel never ever. Du kannst niemals den Knick fahren und dann direkt wieder beschleunigen nach oben. Meiner Meinung nach nicht machbar. Geht gar nicht. Wenn er das an die gerade Stelle von der Spirale gemacht hätte, dann ja. Nee. Aber nicht hier direkt aus der... Ich bin bis zur Hälfte drauf. Ja, ich hab's gesehen. Aber never. Eieiei. Da ist der Winkel aber... Ja, wieder so eine Lacksache. Das ist viel zu steil, oder nicht? Wie willst du denn aus dem Knick, wo du gerade nach unten fährst, direkt 90 Grad nach oben fahren? Mit Speed auch noch, das geht doch gar nicht. Nee. Ja, vorher schon überdreht, geil. Und du kriegst doch auch gar nicht den Grip dafür. Nee, das geht nicht. Er hätte das, wenn er das hier angesetzt hätte, hier ans Ende, nee. Obendran, ja. Dann okay. Vor allem, weißt aber du... nicht in vor... Pff, nee. Mausi, guck mal nach links, was da alles kommt. Selbst wenn wir jetzt den Emschi haben, ne? Dann hast du Warwatch-Sprünge des Todes. Nach oben ziehen, noch Sommerkind, da ist nirgends ein Punkt zwischen. Nirgends. Du siehst die Problematik, ne? Also ich gebe der Sache jetzt noch 2-3 Tries, ansonsten schummel ich den Punkt und mach den Bloody. Ist mir relativ lax, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich bin der Meinung, das hier kann schon gar nicht funktionieren. Ich bin auch der Meinung, dass es... Das kann nicht gehen. Ne. Also wenn das klappt, ne, dann heiße ich in Zukunft nur noch Norbert oder sowas. Bis zur Hälfte bin ich gekommen und dann habe ich den Grip verloren. Ah. Alter. Ne, du kannst doch nicht... Oh, du. Ne, das war Safe Call, die letzte Map von ihm. Ich schwör's dir bei Gott, ich will nie wieder eine Map mit dem Namen Rakete haben, Alter. Nie wieder. Und das soll was heißen. Das sagt die Frau, ne, Fun Fact. Sagt sie nicht mal über Spong. Weil Spong ist haarig, ja, aber er baut smooth. Da muss ich Spong echt in Schutz nehmen. Ich hat's überdreht, aber man kommt ganz offensichtlich doch da drauf. Call me Norbert. So eine Scheiße. Aber ich war zu langsam. Also du musst auch noch ein bisschen Speed haben. Sonst ist es vorbei. Boah, jetzt überdreht sich ja nicht. Ich hab's. Joa. Ja, und dann den Sommerkind verkackt. Ja, also da... Wow. Frag das mich schon... jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, aber okay, ich nehme es zurück, es ist machbar. Es ist machbar, ja, aber richtig, richtig haarig. Also... Wow! Extremst haarig, Digga. Das hätte ich gerne am Anfang gehabt. Nicht noch zum Ende, wo ich schon so durchgedreht bin bei dem ganzen anderen Kram hier. So, 1, 2, den hier machen wir noch legit. Ne. Ich habe voll die Probleme, das Ding richtig abzuschätzen. Ich schieße jetzt, der Punkt ist mir egal. Wie denn? So. Weiter früher raus, okay.
Jo. Jo, hatte ich fast. Ciao. Hast du's? Das ist, nee. Ja, das ist etwa. Schön gerade raus da und dann hast du ihn. Ja, fast. Oh, wow. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass Rakete es genauso gemacht hat. Ja. Aber sowas von safe. Wow, jetzt bin ich... Ah, ich hab ihn trotzdem. Jo. Hi. Pff. So, Rakete, ne? Etwa will ich behaupten. Ja, voran. Gut, ihr Lieben. Damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Gerade von einem Bloody, der sich freuen wird, weil wir am Ende so glorreiche Bloody gemacht haben. Jetzt wisst ihr, was ein Bloody machen ist. Checkt auf jeden Fall den Kanal von einer Frau Likuka aus. Jo, unten in der Videobeschreibung ist sie verlinkt. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao, Kakao! Don't